Willkommen zurück, meine lieben Drachlinge, zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir in Valrayo uns ein bisschen umgesehen und dann Sachen zusammengesucht für eine Quest, die sich nennt, bei denen es halt um die, ach, wie hieß es nochmal, um die, genau, das hier, genau, da, bei der es um die Freunde der roten Jenny geht. Ja. Anscheinend werden wir wohl eine Frau demnächst bekommen als neues Mitglied in unserer Inquisition als Weggefährte. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall so aus. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt hier angelangt. Wir haben auch im letzten Part sehr viel Zeugs zum Lesen geholt und naja. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Los geht's. Neue Spasten. Ja, immerhin wissen Sie, für wen ich arbeite. Hallo? Ist denn jemand? Herold Andrastes. Wie viel habt ihr bezahlt, um mich zu finden? Das dürfte die Inquisition eine schöne Stange Geld gekostet haben. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Verkauft mich nicht für dumm. Das kann kein Zufall sein. Dafür bin ich zu wichtig. Meine Anstrengungen werden als Sieger über euch überleben. Sagt einfach, was? Was in aller... Bist du schwerhörig, Schwachkopf? Du solltest doch nur was sagen. Mann, diese reichen Säcke hören einfach nicht zu. Bla, bla, bla! Gehorche mir! Pfeil in meinem Gesicht! Ah, ihr seid den Hinweisen also gefolgt. Schön, dass ihr... Ehrlich gesagt, seid ihr recht gewöhnlich. All das Gerede und dann seid ihr... wie alle anderen. Aber egal, alles gut. Entscheidend ist doch, ihr leuchtet. Ihr seid dieser Herold. Schon möglich. Wer seid ihr? Einige Leute halten mich für den Herold Andrastes. Aber wer seid ihr und was soll das alles? Keine Ahnung, ich kenne diesen Schwachkopf nicht. Meine Leute meinten nur, die Inquisition sollte ihn im Auge behalten. Eure Leute? Elfen? Nein, einfach nur Leute. Bin Sarah, das ist unsere Deckung. Geht dahinter. Für die Verstärkung, keine Sorge. Jemand hat mir verraten, wo sie ihre Ausrüstung lagern. Die haben keine Hosen. Sie gefällt mir. Was ist denn euer Schild? Ich hab nicht die Waffen abgenommen. Weiß ich keine Hose? Keine Hose. Aua. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Was ausziehen? Never. Meine Freunde hatten tatsächlich recht mit dem Tipp. Keine Hosen. Also, Herold Andrastes, ihr seid ein seltsamer Bursche. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Stellen wir uns erstmal vor. Sollten wir uns nicht erst einmal vorstellen? Mit Namen und so. Namen? Was sind schon Namen?
Also, es ist so. Ich habe euch eine Nachricht geschickt und euch gebeten, etwas zu suchen, das meine Freunde versteckt haben. Die Freunde der roten Jenny. Das bin ich. Das heißt, ich bin eine von ihnen. So wie ein gewisser Hehler in Montfort und eine Frau in Kirkwall. In Starkhaven gab es drei Brüder oder so. Das ist nur ein Name, versteht ihr? Ein Name, an den sich kleine Leute, Freunde, klammern können, während sie von Adligen geknechtet werden. Als dann, ich bin Sarah. Die Freunde der roten Jenny sind sozusagen da draußen. Ich habe sie benutzt, um euch zu helfen. Sie und ein paar Pfeile. Können Soldaten stellen? Ihr bietet mir also Spione an? Auch Adlige Verbündete. Die Inquisition hat bereits Freunde an höchster Stelle. Könnt ihr da mithalten? Es ist doch so. Ihr wichtigen Leute seid hier oben und lasst alle nach eurer Pfeife tanzen. Bla bla, ich töte euch, ich töte euch. Oh, ich töte euch. Und da wären noch mächtige Lords mit fetten Beuteln wie der Schwachkopf, den wir getötet haben. Oder war er einer der Arschkriecher, die euch folgen? Egal. Sein grandioser Plan wurde durch eine Notiz von seinem Schreibtisch und eine rote Socke durchkreuzt. Von jemandem, der nicht lesen kann. Also nein, ich bin nicht Lord Prahlfurz, der Zerzauste. Aber wenn ihr euer hohes Ross nicht verlasst, riskiert ihr eure Hosen. Wie diese Wachen. Ich stahl ihre... Also, braucht ihr nun Leute oder nicht? Ich will, dass alles wieder normal wird. Ihr doch auch, oder? Also schön, Sarah. Ich habe Verwendung für euch und eure Freunde. Boah. Ja, macht euch lieb Kind, bevor ihr einen zu großen Kopf dafür habt. So behaltet ihr immer eure Hosen an. Und ihr kriegt sogar noch ein paar Hosen dazu. Ich hab davon jede Menge. Ihr habt Händler, die den Scheiß kaufen, oder? Das Zeug muss doch was wert sein. Egal. Haven, wir sehen uns dort, Herold. Das wird dein Fest. Ich mag sie irgendwie. Achso, wir könnten sie jetzt mitnehmen. Schatzi mitnehmen auf jeden Fall. Und das... Komm, wir nehmen sie mit. Das ist doch cool. So viele Reithof. noch was? Ja, nee. Ab nach Haven. Das gedämpfte Flüstern. Was ist das hier oben? Giss. Was? Ah, Vivian. Also noch einige Quests offen. Ja, bei Reihe können wir jetzt auch nichts machen. So mit Dreck. Sollen wir Vivian noch mitholen? Weiß es jetzt nicht. Komm, machen wir, komm. Sarah und Vivian. Wollen wir die beide und dann. Ja. Schauen wir mal. Lordsucher Lucius. Lusche, ja. Das ist ein Arsch gewesen. Sequenz? Lord Trevelyan von Ostwick, als Vertreter der Inquisition. Es ist mir eine Freude, mein Herr. Wir haben so selten Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Es sind immer dieselben Leute auf diesen Feiern. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer? Oder seid ihr wegen Herzog Bastion hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnte.
müssen. Dieser Name sagt mir nichts. Ich bin auf Einladung der ersten Verzauberin Vivienne hier. Madame de Fer ist ein liebevoller Spitzname des Hofes für Lady Vivienne. Ich habe gehört, sie findet ihn amüsant. Ich weiß nur wenig über Herzog Bastien. Er wurde in letzter Zeit nicht sonderlich oft bei Hofe gesehen. Seine Aufgaben für den Rat der Herolde führen ihn häufig für lange Zeit von zu Hause fort. Das kann für einen Mann seines Alters nicht gut sein. Und dann ist dann natürlich auch noch der Bürgerkrieg. Bastien hofft vermutlich darauf, sich von den Taten seines ehemaligen Schwiegersohnes distanzieren zu können. Wie er in seinem törichten Streben nach Macht in den Dales gewütet hat? Dafür wird Gespard in Schande enden. Das wissen alle. Was habt ihr über mich gehört? Einige behaupten, Andraste selbst habe euch aus dem Nichts gerettet, als sich der Schleier öffnete. Ich entspreche das alles, oder? Einige dieser Geschichtenerzähler haben womöglich leicht übertrieben. Aber nur um die richtige Wirkung zu erzielen. Die Inquisition bietet so viel Stoff für wilde Geschichten. Die Inquisition? Was für ein Haufen Mist. Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Ich habe nie behauptet, heilig zu sein. Worauf wollt ihr hinaus? Ihr habt gerade vor all diesen Leuten zugegeben, dass ihr ein betrügerischer Usurpator seid. Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr ein Mann von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werter Herr, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Warum hat noch mal gelabert? Ich denke, der Marquis ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist Andrastes Gnade, die euch das Leben schenkt, mein Lieber. Geht in Zukunft vorsichtiger damit um. Können wir noch drin? Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne, erste Verzauberin von Mont-Simart und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont de Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Enchanté, Lady Vivienne. Ah, ich habe euch nicht auf das Chateau eingeladen, um Freundlichkeiten auszutauschen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Nur die Inquisition kann unserem verängstigten Volk wieder Vernunft und Ordnung bringen. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Ich dachte, das ist immer so zum Spaß, so man könnte mir flirten. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal wem gegenüber? Den Bewohnern von Thedas natürlich.
Wir haben im Gegensatz zu einigen anderen das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Klingt gut. Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Das garantiere ich euch. Und jetzt? Ja, dieser Marquis wird bestimmt später ein Problem. Naja. Was passiert jetzt? Wo komme ich jetzt hin? Oder nach Haven? Weil bei Rayo können wir jetzt nichts machen. Momentan, vielleicht später. Hier sind wir in Haven. Super. Hier. Haben wir was zu verkaufen? Das ist mein Ausgerüstet. Ne? Ja, keine Ahnung. Moment. Wir haben eine Barrick, Saulus. Ah, okay, ich hab die anderen auch hier. Falls ich sie mitnehmen will, die anderen. Vivian. Ja, mein. Er ist unser. Die stehen wir mit dem Bogen? Ja, natürlich mit dem Bogen. Oder du könntest auch Schwert und Dolch. Könnten wir auch bei irgendwas versuchen. Ich weiß es noch nicht. Sonst will ein Dings haben. Letzten Bogen haben wir ein bisschen. Oh, warte mal. Dann ist das hier bei Wertgegenstände gewesen. Wertgegenstände waren der Bogen da. Ist der besser als deiner? Warte mal. Waffen. Auf jeden Fall besser. Mädchen sind noch den. Das ist ein viel besseren Bogen. Ich weiß nicht, ob du dann hier auch. Oh, was hast du denn? Warte mal. Da wollen wir jetzt irgendwas machen. Cassie. Sarah? 8 Punkte. Wir könnten auch aus ihr so eine Assassinin machen, ja? Dann würde ich dann als Feldkämpfer mich machen. Cassandra vorne. Ja, und dann noch einen zweiten Fernkämpfer. Ja, Solis vielleicht oder Vivian. Mal sehen. Machen wir aus ihr das hier vielleicht.
könnte man machen mit ihr, dass man aus ihr so eine Assassine macht irgendwie. Eine Liliana oder so. Wäre lustig. Wir haben ja im Moment keinen Deutsch-Assassinen. Ich glaube, wir bleiben mal hier mit fein. Obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, es kommt noch ein. Wo ist der? Ist der jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lasse es bei Sarah erstmal noch. Wir schon mal bei Vivian, was wir bei ihr machen können. Auf Eis, die wir hier in... Wo? Oh, komm, wir machen auch bei ihr auf Eis dann. Wo wir kommen da drauf? Was wäre sonst hier unten noch? Ja, Belebung wäre gut. Gut. So. Bei Sarah weiß ich es noch nicht. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir mit den Mädels machen können. Ob wir dann... Sichere Reise. Wie es weitergeht hier, mit Sarah müssen wir auch noch ein Level abmachen. Und ja. Dann schauen wir uns mal offscreen. Wie es soweit ist, ob wir noch einen zusätzlichen Schurken bekommen. Ich war mir sicher, dass jetzt noch ein Schurke kommt. Wenn nicht, dann mache ich aus Sarah dann einen Nahkämpfer oder so, mal sehen. Oder sie bleibt beim Bogen. Können wir auch machen. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.